me get to know ya. Hey, na, 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 delve into emotion, leave us in this moment. Yeah. Hallo, der Matthias ist wieder hier und wie du sehen kannst, bin ich heute wieder einmal draußen hier bei uns an der schönen Nordseeküste. Ich bin hier unterwegs mit meinem E-Bike und der X2. Ich habe jetzt für die X2 auch erstmalig das Audio-Modul mit dran, sodass ich mein Rode-Mikrofon benutzen kann, das mit dem Windpuschel. Ich hoffe, dass der Ton dadurch besser wird. Heute ist es ziemlich windig. Und ich denke, das wird ein ganz guter Test dafür, für dieses Equipment. Weiterhin habe ich auch noch die Mini 2 mit. Muss ich mal schauen, ob ich die nachher noch starte und von welcher Position. Wir gehen jetzt hier erstmal direkt an den Strand. Wir sind in Otterndorf. Und zwar wollen wir mal schauen, was wir da für 360-Grad-Aufnahmen machen können. Und die kann ich dann später auch noch kombinieren mit einigen Aufnahmen der Mini 2, die ich vorher schon gemacht habe, falls ich heute nicht mehr zum Fliegen komme. Okay, so, dann wollen wir jetzt erstmal hier starten. Vor uns, wie ihr sehen könnt, ist schon das Empfangskomitee. Das liegt hier rechts und links ist das aufgestellt. Guten Morgen. Geht's euch gut? Ja, euch geht's gut. Das sieht man. Sehr schön. Hübsch. Hübsche Tiere. Gut, jetzt kann ich noch ein kleines Stückchen weiter radeln und dann sind wir gleich am Strand in Otterndorf. Ich habe hier wieder meine Konstruktion für das E-Bike, wo ich die 360-Grad-Kamera, die X2, drauf befestigt habe. Das hat sich eigentlich relativ gut bewährt jetzt. Es ist bis jetzt noch nicht kaputt gegangen. Das Ganze ist immer ein bisschen wackelig natürlich. Das liegt halt in der Natur der Sache, dass es ja nur an einem Punkt dort unten befestigt ist. So, und hier seht ihr jetzt den schönen Strand von Otterndorf. Und da haben wir jetzt immer hier diese Tore, die zu öffnen sind, um da zu Fuß oder mit dem Rad jeweils durchzukommen. Da stehe ich natürlich etwas suboptimal hier. Das kriegen wir schon hin. Okay, so sind wir hier durch. Und da ist das Meer, der Ozean, die schöne Elbmündung. Ja, wie gesagt, alles ziemlich windig heute. Wenn ich mich so drehe, dann dürfte ich etwas besser zu verstehen sein. Aber jetzt laufen und fahren wir erstmal ein Stückchen gegen den Wind. Mal gucken, wie dann die Aufnahmen so werden. Das ist wie gesagt das erste Mal, dass ich die X2 mit dem Audio-Modul benutze. Das hatte ich mir erst bestellt. Das wird das Ganze etwas einfacher alles machen, da ich so den Ton direkt von der X2 abnehmen kann. Der war ja vorher kaum zu gebrauchen. Das Problem war halt dabei, ich hatte zwar die 4 Windpuschel darauf auf den internen Mikrofonen der X2 befestigt, nur leider hatte das alles keinen großen Sinn. Denn wenn so ein Wind wie heute jetzt hier ist, war das kaum zu verstehen. Jo. Und mit dem Rode-Mikrofon hatte ich eigentlich immer ganz gute Erfahrungen gemacht. Jedenfalls mit der Hero 9. Und auch mit der Osmo Action hat das immer sehr gute Ergebnisse geliefert. Jo. Ja, der Otterndorfer Strand. By the way, liebe Grüße an den Otter. Falls du dir das hier gerade anschaust, bin ich in deiner Heimat.
Ich hoffe, dass du dann auch bald mal wieder hier zu Besuch kommst aus Leipzig. Und dann können wir was Schönes zusammen unternehmen. Hier sind die Leute im Wasser, planschen, Bädertreppe. Jo. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Ja. Der Strand von Otterndorf. Als ich hier letztes Jahr mit dem Otter war und wir Aufnahmen gemacht haben auf der anderen Seite des Deichs, dann wollten wir ja auch mal kurz rübergehen an den Strand. Und da haben sie uns nicht gelassen, ohne dass extra Eintritt dafür zu zahlen war. Aber wenn man so auf dem Küstenradweg hier lang fährt mit dem Fahrrad, dann kommt man auch ohne zu bezahlen rein. So. Bestes Wetter heute, wie gesagt. Richtig gut. Ja. Ich hoffe, es geht dir gut, dass du Spaß hast, dass du auch so schönes Wetter hast, wie wir ja an der Nordseeküste. Kannst du schön rausgehen, was unternehmen, vielleicht ein bisschen vloggen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an euch alle. Hier ist eine kleine Badestelle für die kleinen Hunde und die kleinen Menschen. Sehr schön. Ja. Äußerst beliebt hier der Strand. Wirklich gut besucht. Ist auch schön. Jo. Nachher gehen wir noch mal in die andere Richtung. Da haben wir dann den Wind im Rücken. Und ich hoffe, dass dadurch der Sound vielleicht auch noch ein bisschen besser wird. Dass ich ganz gut zu verstehen bin. Okay. Direkt am Wasser hier. Das ist schon herrlich. Das Wasser soll sogar sehr warm jetzt sein zurzeit. Fast so warm wie die Luft. Das haben wir hier nicht allzu häufig. Also kann man schon ganz gut reingehen. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich dieses Jahr noch gar nicht im Meer war. Hat sich einfach noch nicht so ergeben. Ja, ich habe hier das Urlaubsparadies praktisch direkt vor meiner Haustür, wie ihr sehen könnt, wo andere lang in Urlaub für fahren müssen. Das haben wir hier direkt. Okay. Und da kommt dann auch die Strandbahn, die Bimmelbahn, die kriegen wir jetzt noch mal mit drauf. Der Strandexpress, da können die Kurgäste, die Touristen dann direkt aufspringen. Hat der Fahrer gerade geschimpft, dass die Frau so wild dazusteigt. Sie hätte sich schon an die Haltestelle stellen sollen, damit er auch anhält. Ab 1 Euro eine kleine Rundfahrt hier am Strand entlang. Diese Bahnen, die haben wir ja vermehrt hier an der Küste. Auch in anderen Ortsteilen.
In Salenburg sind die uns ja auch schon entgegengekommen. Und dieses ältere Modell ist noch mit Diesel betrieben. Das stinkt natürlich dementsprechend auch. Und die neueren sind dann natürlich elektrisch. Der Umwelt zuliebe. So, jetzt hat die Frau bezahlt und darf sie einsteigen. Moin, moin. Alles schön mit Maske. Und dann geht die wilde Fahrt weiter. Geht die Fahrt weiter. Dann können wir auch ein Stück fahren. Okay. Das ist ein Drachenflieger. Das ist ein großer Drachen in der Luft. Sehr cool. Da hinten mäht der Bauer das Feld. Da werden das Gras geschnitten und zu Ballen gepresst und dann abgefahren. Jo, keine einzige Bank frei, das ist ein bisschen schade. Ich habe heute meinen Special Chair, meinen Stuhl nicht mitgebracht. Weil ich dachte, es geht so, dass ich was finde, doch so, wo man sich mal niederlassen kann. Aber okay, ist halt so. Jo, richtig Party hier. Sieht ein bisschen aus wie auf Mallorca. Und da sind die Leute auch im Wasser. Das ist hier noch so ein bisschen naturbelassener Strandabschnitt, wo man dann wunderbar reingehen kann. Okay. Da steigen wir nochmal ab. Ja, richtig voll hier. Gerade an diesem Abschnitt ist es auch noch am schönsten. Kinder spielen im Sand, im Watt. Sehr schick. Ja. Das ist ein schöner Abschnitt. Wenn auch ziemlich voll jetzt gerade. Aber echt schön hier. Da hinten in die Richtung, da ist dann die Teufelsbrücke. Die hatte ich euch ja auch schon vorgestellt. In einem anderen Video. Ja, und der Hadelner Kanal, auch sehr schön. Das ist schon eine tolle Ecke hier. Dort oben ist dann noch so ein Restaurant. Mal gucken, ob wir da jetzt auch noch mal hochfahren. Können wir eigentlich machen. Call me sweet, tell me need me.
But I'm from a city that's always cool. Give him the cinema, I'll go. Cause you a bad money, she don't love money. She break grass real fast like con money. Wanna swim down to the deep end. Wanna know all my secrets, honestly. Can you keep it real? Cause honestly, I can tell that you're real fond of me. Baby, don't be shy. I can see it in your eyes. I've been running around. Too bad, I've been sticking out your mind. I know you like your hair, I'm from behind. I know you stand it, how you taking all my time. Left, right, can you take it all tonight? Too bad. Mal hier durch die globale Erwärmung, dass man dann eigentlich gar nicht mehr großartig in die Ferne ziehen muss. Jetzt ist hier denselben Weg wieder zurück, runter an den Strand. Schneller fahren. Das kennt ihr ja jetzt schon. Das habe ich euch ja jetzt hier schon gezeigt. Kann man doch gleich mal testen, wie sich der Ton damit verträgt. Mit dem externen Mikrofon von Rode. Es gibt jetzt ja ein neues Modell mit zwei Sendern, mit zwei Mikrofonen, was man auch ganz gut zu zweit oder in Interviewsituationen damit filmen kann. Und was sie noch verbessert haben, ist, dass der Windpuschel nicht mehr von alleine abfällt. Ich habe mir ja damit geholfen, dass ich mir hier ein Draht drum gemacht habe. Das hält ja bis jetzt auch ganz gut. Also ich bin damit soweit zufrieden. Wenn der Hund.
Marco. 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 Herrlich. Gut. Dann können wir mal hinten zu dem Drachenflieger. Einmal hinten zu dem Drachenflieger fahren. Drachensurfer oder wie nennt man das? Der ist da gerade ins Wasser gegangen und wird dann wohl seine Kunststücke da vollführen. Ja. Das könnt ihr da hinten sehen. So. Mit voller Montur, voller Ausrüstung. Jetzt ist er auf dem Brett und los geht's. Wow. Kriegt ganz schön Speed drauf. Fahren wir jetzt in dieser Höhe mal den Strandabschnitt entlang mit dem Surfer mit drauf. Schön, schön. Jetzt lässt er sich ins Wasser. Der Surfer hier in Nordhorndorf. Und wir gehen noch ein Stückchen weiter auf dem Rückweg hier.
jetzt mit dem Wind im Rücken. Und dadurch sollte der Ton auch ganz gut verständlich sein. Ich denke, ich zeige euch jetzt noch einen kleinen Clip, den ich hier mit der Mini 2 aufgenommen habe, von diesem Strandabschnitt. Und ja, dann bedanke ich mich, dass du das Video wieder komplett bis zum Schluss angeschaut hast. Wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Ich wünsche dir, dass du gesund bleiben mögst. Hab viel Spaß, unternehmen was Schönes, so wie ich hier heute an der Küste. Ja, und dann sehen wir uns schon bald. Also, zum Schluss sage ich wie immer, mach's gut und bis bald. Dein Matthias. You gonna be on your mind forever. Ever, thanks baby. Turn it down like a sweet and ready. Go slow, keep it nice and steady. Know that you've been keeping patience. Too bad I've been sticking out your mind. Too bad. I know you like your hair, I come from behind. I know you stand it, how you taking all my time. Left, right, can you take it all night? Too bad I've been sticking out your mind. I know you like your hair, I come from behind. Take it all night.